Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, alle aufgestanden für euch alle hier oben von der Ostsee. Und gestern war ja Sonntag und das war ein richtiger Urlaubssonntag. Deshalb gibt es den sonntäglichen Bertolt Brecht erst am Montag, heute am 31. Juli, den letzten Julitag 2023. Und dieses Bertolt Brecht-Gedicht hat er, der große Bertolt Brecht, auch aus dem Exil, im Exil geschrieben. In Schweden. 1938. Und das Gedicht heißt Vater und Kind. Eins. Vater, kann ich Weißbrot haben? Nein, Kind, es ist nichts im Spind. Vater, und wann essen Raben? Wenn sie etwas finden, Kind. Vater, was für Schuhe krieg ich? Keine. Und warum? Weil keine übrig sind. Vater, warum haben Spatzen nackte Beine? Weil sie keine Schuhe schustern, Kind. Vater, muss ich einmal in den Krieg marschieren? Ja, Kind, leider hast du gute Füße. Vater, können Tiger nicht doch freundlich sein zu anderen Tieren? Nein, Kind, sie vertragen kein Gemüse. Vater, wissen Hunde was von Sternen? Nein, Kind, aber ihre Herren. Vater, muss ich sehr viel lernen? Ja, Kind, und ich lehre es dir gern. Zwei. Will ich ganzes Schuhzeug tragen, denn ich gehe leider neben meinen Schuhen, muss ich die verjagen, die mir keine Schuhe geben, muss die ganzen Ledermärkte ordnen. Will ich gutes Brot verdrücken, muss ich die Getreidebörsen brechen und mich mit den Bauern selbst besprechen und Traktoren auf die Äcker schicken, muss das Korn im Großen produzieren. Will ich denen, die mich niederhalten, nicht für ihre Kriege den Soldaten machen, muss ich über alle ihre Sprüche lachen und muss meine Fahne, sie ist rot, entfalten. Und muss ihnen meinen Krieg erklären. Bertolt Brecht, 1938 aus dem Exil. Ich wünsche euch, wenn ihr das habt, noch schöne Ferien. Und grüße euch hier ganz herzlich aus der kühlen, von der kühlen, windigen, das ist ja normal, und heute leider bedeckten, ohne Sonne daherkommenden Ostsee. Bis später.